Hi Leute und willkommen zurück. Wir sind noch auf Blümchensuche für Aether. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir an den ganzen Heulern vorbeikommen. Weil die sind ein bisschen gefährlich für mich. Das ist echt bescheuert. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob ich die mit den Dingen hier kaputt kriege. Ich mache einfach zu wenig Schaden. Ja, Jagd hat begonnen. Ja, Kacke. Das ist blöd. Wir brauchen Vorlicht. Weil bis ich das gepflückt habe, habe ich ein anderes Problem. Ich habe zwar jetzt einen. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Oh, auf mit Aufpuschmittel, schnell. Weil ich habe jetzt wenig Lust auf eine Jagd. Ja, funktioniert nicht. Geht doch. Ja, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Verflucht doch mal. Nein, Mann! Oh, Gottes Willen. Ich hasse diese Quest. No shit. Spawn ich jetzt wenigstens an dem richtigen Punkt? Ja, sieht jedenfalls so aus. Mann, wie bescheuert. Kannst hier halt nicht ordentlich sammeln, das ist so blöd. Sehe ich von hier oben die Pflanzen? Das ist was leuchtet, oder? Oh nein. Da haben wir den Theaterplatz gefunden. So, wir müssen dahinter. Was zum... Was ist das? Oh shit, das sind diese Clown-Dinger. Ja, ist mir egal, was ihr jetzt von mir wollt. Ich muss Blümchen pflücken. Reicht es ja. Reit ruhig rum. Ich hau jetzt ihr ab. Wow. Schlecht. Ihr dürft schreien, wie ihr wollt. Das ist mir Wurst. Bring mich jetzt in Sicherheit und dann wird gepennt. Oder auch nicht. Na komm, schau durch. Na kommt. Von hinter mir kann nichts kommen. Mal ein bisschen Metz farmen, würde ich sagen. Na, warst du schon? Komm schon. Okay, jetzt wird's ordentlich. Okay, das ist ein bisschen viel. Warum kann ich nicht angreifen? Weil ich in der Sechzone war, oder was? Warum bist du... Bleib stehen. V.
paar Trophäen mitgenommen. Besser als nichts. So, jetzt gönnen wir uns erstmal ein bisschen Schlaf. Bisschen viel Action für unseren Aiden. Nur ein bisschen. Ja, jetzt hat er wenigstens die Blumen. Und tagsüber kommen wir da viel schneller hin. So. Und es geht wieder zurück. Bin mir halt nicht sicher, ob die uns verarscht. Das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Doch nur da hoch. Was zum Fuck? Wieso kannst du da nicht hochspringen? Geht doch. Jetzt reden die da schon wieder über Essen. Oh, ich bin echt ein Dödel. Gelegenheitswaffe. Bin noch gar nicht gelesen, wie die Wurfdinger heißen, die ab und an mal gehen. Ich brauche jetzt dringend auch mal wieder ein bisschen Heilmedizin. Für mich selbst. Wir greifen ja schon wieder an. Hör auf zu tröten. Na klasse. Das waren die Füßchen. Das ist auch mutig, hier anzugreifen, muss ich ehrlich sagen. Das lief nicht so gut. Dass der sich so nah ans Tor traut allein, finde ich mutig. Wohl eher nicht. Und wie viele habt ihr verloren? Nichts. Ein toter Abtrünniger, Leute. Schauen wir mal, aber ich glaube nicht, dass wir genug Trophäen haben. Ja, ein was könnte man upgraden, aber ich habe keine Militärtechnologie. Knallstock ist eher, naja. Haut mich jetzt nicht um, was ich hier upgraden kann. Ich glaube, da warte ich sogar noch ein bisschen. Ja. Da farbe ich noch ein bisschen Trophäen, bevor ich da irgendwas mache. Schauen wir mal, ob wir eine retten können. Hey Tor, die Medizin kommt. Ich bin in der Gegend, wenn du mich brauchst, meine Freunde. Wie geht's dem Patienten? Er kommt langsam zu sich. Vielen Dank für deine Hilfe. Du kannst gehen.
Warte, was geht hier vor? Du bist zu dieser Hexe gegangen, stimmt's? Dieser Margaret! Sie gab mir Kräuter, die helfen. Sie ist keine Hexe. So etwas wie Hexen gibt es nicht. Das ist Aberglaube. Aberglaube oder nicht, Hexerei ist strafbar. Bitte, beruhigt euch wieder. Was ist los? Wir verlieren ihn. Aiden, gib mir die Kräuter. Es. Ich lasse kein Hexengift an meinen Mann. Ich kann ihm eine Injektion geben, um ihn zu stabilisieren. Aber das wird nicht lange halten. Weiß sie, für wen diese Arznei ist? Sie hat seine Männer auf dem Gewissen. Dafür hätte sie hängen sollen, aber Jetmet befahl Aether, ihr die Augen auszubrennen. Was? Hast du es ihr gesagt? Sie hat dir Gift gegeben, das garantiere ich dir. Aiden, gib mir die Kräuter, verdammt! Warte, ich muss erst was klären. Mach schnell. Luborn, bist du da? Aiden, was ist los? Weißt du was über die Blütenblätter? Blütenblätter? Da war doch was. Moment, Frank hat es mir mal gesagt. Manche waren medizinisch. Ja, welche? Die Kleinen heilen. Daran kann ich mich noch erinnern. Also hat sie doch nicht gelogen. Danke. Dachte schon, jemand hätte mich getäuscht. Aiden, was ist los? Erzähl ich später, sorry. Also, was machen wir jetzt? Die Kleinen. Wie geht es ihm? Offensichtlich war die Arznei so effektiv, wie ich gehofft hatte. Er braucht Ruhe. Wir sollten ihn alle zufrieden lassen. Ich bleibe in der Nähe. Du hast Margaret offenbar richtig eingeschätzt. Sie wollte ihn doch nicht vergiften. Ja, sieht so aus. Wie lange, bis er wieder gesund ist? Tage? Wochen? Er ist stark und in guter gesundheitlicher Verfassung. Ich rechne eher mit Tagen. Solange er Ruhe hat. Seine Familie wird sicher bei ihm sein wollen. Easy. Oh, Parcourspunkt. So, was gönnen wir uns denn? Ein Landesprung? Ein Doppelsprung? Ein Bestürmen oder ein Wandlauf? Ich bin für einen Wandlauf. Dann kann ich endlich ein bisschen höher. Würde und Frieden. Aiden. Matt? Was gibt's? Ich wollte Ihnen danken, ganz offiziell. Aether ist wieder auf den Beinen. Was? Er ist wieder auf den Beinen? Wenn Sie nicht gewesen wären, läge er immer noch im Koma. Oder noch schlimmer. Ich bin froh, dass es ihm besser geht. Ich auch. Nur er weiß, was in Old Villador passiert ist. Und dank Ihnen werde auch ich es bald wissen. Ende. Wie hat das gerade funktioniert? Ich komme mal gerade nicht so ganz drauf klar. Ich kenne deine Uniform. Du bist einer dieser Kuriere, richtig? Na klar doch. Soll ich eine Nachricht für dich überbringen? Nein, Informationen senden will ich nicht. Ich brauche welche. Dann kann ich dir nicht helfen. Ja, weiß ich. Aber eventuell kann dein Boss mir helfen. Unser Gildenmeister? Driscoll? Möglich. Ich bin mir nicht sicher. Die Befugnis hätte er, aber dann müsstest du schon ein echter Sonderfall sein. Keine Ahnung, ob ich das bin, aber die Info, die ich brauche, ist wichtig. Kannst gern versuchen, mit Driscoll zu reden, aber mach dir keine großen Hoffnungen. Die mache ich mir eh nie. Wo finde ich ihn? In unserem Hauptquartier am Downtown Court. Direkt in der gleichnamigen U-Bahn-Station. Wenn du es siehst, weißt du Bescheid. Und Driscoll ist nicht zu übersehen. Klingt gut. Danke. Oh Gott, das hat was von Kommunismus, dieses Bild hier. Let's work for a common future. Suchst du Arbeit? Matt schickt mich. Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Taschenlampe. Könnte von Nutzen sein. Danke. Er erwähnte einen Plan. Der VNC-Turm. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilmachung verkünden. Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen?
Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villedor. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das? Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammenbringen. Aber wenn jemand darauf geht, um sie einzuschalten, rate mal, was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Was macht sie so gefährlich? Da drin ist ein Schattenjägernest, glauben wir. Es ist die größte Dark Zone in der Umgebung. Einst versuchten Nightrunner, sie zu erobern. Sie wollten die Antenne benutzen, um die einzelnen Gruppen von Überlebenden miteinander zu verbinden, den Menschen Hoffnung geben. Aber sie kamen nicht einmal in die Nähe der Antenne. Und am Ende wurden die Nightrunner ausgelöscht. Ausgelöscht? Du meinst jeder einzelne Nightrunner? Das ist das Problem. Frank hatte alles genau geplant. Aber damit sein Plan funktionieren konnte, brauchte er jeden Einzelnen. Alle Mann an Deck. Und das passierte nicht? Nicht alle glaubten an den Plan. Also gab es ein Zerwürfnis. Frank dachte, sie würden sich mit der Zeit besinnen, aber am Ende besannen sich eben nicht alle. Der Plan ging den Bach runter. Es war grauenvoll. Wer in jener Nacht die Schreie der Nightrunner über Funk hörte, hat noch heute Albträume davon. Was passierte mit der Gruppe, die sich weigerte, an der Mission teilzunehmen? Hat sich aufgelöst. Verschwand. Wer den Zwiespalt entfachte, wurde als Verräter gebrandmarkt. Und jetzt sind die Nightrunner nur noch ein Schandfleck der Geschichte. Wir sollten unsere Zeit nicht mit der Vergangenheit verschwenden. Wir müssen mit unseren Gedanken im Hier und Jetzt sein. Aber warum haben sie es trotzdem versucht, wenn sie nicht genug Leute hatten? Ist doch Bullshit. Okay, los geht's. Sind die Scheinwerfer in Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon seit Tagen Verstecken mit mir und ist viel zu spät dran. Geht mir auf die Nerven. Sieh also erstmal nach, wo sich Juan rumtreibt und was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Gerne doch. Du kannst jetzt gehen. So, wo hauen wir dann die UV-Lampe rein? Okay. Oh, ich habe sogar noch Heilzeug. Ich dachte, ich habe nichts mehr. Die Münzen sind eher, naja. Da brauche ich doch lieber die Fleischköder. Ah, UV-Lampe. Das Büro. Ich suche nach Juan Reyna. Du scheinst nicht in seinem Terminplan zu stehen. Es ist dringend. Der Commander hat mich geschickt. Also hat Monsieur Jacques dich geschickt? Jacques? Jacques Matt. Monsieur Reiner ist nicht ihr. Ich kann eine Nachricht aufnehmen. Nein, ich muss persönlich mit ihm reden. Wo ist er? Leider kann ich nicht helfen. Wo Monsieur Reiner ist, ist seine Privatsache. Warte, wenn es sein muss. Sonst noch was? Ich warte, auch wenn mir das gar nicht passt. Was treibt denn Boss denn so in seiner Freizeit? Monsieur Reiner ist ein echter Connoisseur der feinen Dinge im Leben. Essen, trinken und so ziemlich alles, was auf zwei Beinen geht. Befindet er sich jetzt gerade in der Nähe dieser sogenannten feinen Dinge? Vielleicht kann ich ihn dort finden. Ein netter Versuch, aber nein. Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Matt wird nicht glücklich sein. Juan kümmert sich nicht allzu sehr um die Gefühle des kleinen Majors. Komm gerne wieder. Komm gerne wieder? Juan? Aiden, lebst du dich ein in der Stadt? Ich arbeite daran. Maya und Jack haben mich zum Nachschub geschickt. Interessanter Haufen. Anders als der Rest der PKs, die ich getroffen habe.
Das könnte daran liegen, dass sie keine PK sind, Adlerauge. Das Geschäft ist ihr wahrer Glaube. Verstehe. Wie auch immer, ich kann ihren Boss nicht finden. Juan? Ach, weißt du, der macht sich gerne rar. Lungert wahrscheinlich beim Fischauge rum. Die Kantine? Der clevere Bastard hat sogar einen eigenen Tisch da. Besticht den Koch, um Dinge zu bekommen, die nicht auf der Karte stehen. Er lebt, als wäre der Untergang nie gewesen. Ich werde dort nach ihm suchen. Viel Glück bei der Suche. Und viel Glück, wenn du ihn gefunden hast. Hört sich sympathisch an. Sich rumtreibt. Solche seltsamen Typen werden normalerweise schon von den Wachen am Eingang. Hast du im Briefing nicht zugehört? Immer die Augen. Wir werden inspiziert. Vor kurzer Zeit kam eine Gruppe von Typen. Schön langer Weg hier rüber. Wahnsinn. Richter sieht aus wie ein Haufen Hackfleisch. Was ist mit ihm passiert? Ja, die wissen das nicht. Das waren die Überlebenden. Gehe ich mal stark davon aus, dass das nicht die Abtrünnigen waren. So, wen haben wir denn da? Was ist los? Ich bin Hugh. Und du bist der Pilger, der den Strom eingeschaltet hat, richtig? Das macht ja schnell die Runde. Und es heißt, du hilfst Menschen. Manchmal. Hast du mich deshalb gerufen? Ich brauche Hilfe. Mein Kind ist vor einiger Zeit zum Wasserturm gegangen und nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen. Wie lange ist er schon weg? Schon etwa 6 Stunden. Das ist lang. Normalerweise würde ich mir keine Sorgen machen. Er ist so ein kräftiger Junge. Stark wie ein Ochse. Aber er ist schon so lange fort. Wie alt ist dein Sohn? Spielt das eine Rolle? Ich will einfach nur mein Kind zurück. Du wirkst wie ein Psychopath. Ich würde mich ja selbst drum kümmern, aber zu Hause warten 3 kleine Kinder auf mich. Ich kann sie nicht ohne Aufsicht lassen. Okay, ich suche ihn für dich. Hier ist es nicht sicher. Treffen wir uns bei mir, sobald du ihn gefunden hast. Unten bei der Lower Dam Promenade. Was? Der wirkt aber nicht wie ein Mensch, den ich vertrauen würde. Egal. Mach mal den Quest. Der ist näher. Muss mir eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Das war unerwartet, dass der so runtergegangen ist. Ich brauche dringend noch ein bisschen mehr Ausdauer, merke ich. Da geht noch was. Mehr Hemmstoffe. Wandgemälde. Die Türen. Hm, cool. Was ist denn das? Sieht ungewöhnlich aus, würde ich sagen. Was ist das für ein Ding? Oh, es wird Steine. Fällt mir gar nicht. Kabum. Okay. Ja, hat ihn nicht getroffen. Ja toll, jetzt kriegen wir Besuch. Hallo. Voll, voll. Und daneben. Oh, der Torque ist, wenn er gegen die Wand rennt.
Und ich brenne schon wieder. Ist hier noch Sperre? Oh, 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 oh. Der hält ganz schön was aus. Wow. Und der schmeißt Steine. Ich hoffe, es gibt eine ordentliche Belohnung. Was kann ich denn hier draufhauen? Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Das. Jesus. Macht nicht viel Schaden, aber es. Ein kleiner Klops. Der voll in die Eier gekickt. Oh Mann, oh Mann. Ende der Zeitgenosse. Was macht er denn jetzt? Unangenehmer Gegner. Wow. What the hell? Angenehm ist was anderes. Da, wo ist ein Messer? Was ist jetzt? Der verreckt einfach nicht. Geht doch. Ah, sieht nicht lecker aus. Was hat der für Klauen? Hat sich irgendwie nicht gelohnt vom Loot her. Der hat ordentlich hier aufgeräumt. Was ist denn hier? Der hat hier wirklich ordentlich aufgeräumt, würde ich sagen. Ah, ich hasse solche Sprünge. Warum klappt denn das nie? Was, hier haben wir eine Dark Zone betreten? Wo habe ich denn gerade eine Dark Zone betreten? Nein! Schon wieder? Wo ist denn hier eine Dark Zone? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Der meint doch das hier, aber da bin ich doch gar nicht reingegangen. Bisschen weird. Auch nur ein bisschen. Weil hier geht's rein, aber ich war ja nicht drin. Ein Wasserturm. So, was haben wir denn hier? Ich muss langsam wieder mal ein bisschen Loot für Cash holen. Ich habe wieder nichts mehr. Fischball. So, aber ich würde sagen, mit dem bisschen Loot werden wir die Folge jetzt erstmal beenden. Oh, ich komme nicht mehr raus. Wenn wir die Folge jetzt erstmal beenden und in der nächsten Folge holen wir uns den Turm hier. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.